So, was stand jetzt da alles? Das konnte ich alles gar nicht mehr lesen jetzt. Da. Da sie den Feinden der Legion geholfen und ihren Zielen Vorschub geleistet haben, wurde Indamnatio Memoriae gegen sie ausgesprochen. Sie sind dauerhaft ein Feind der Legion. Viele werden versuchen, ihren Kopf als Trophäe zu erringen. Alles hier da. Der hat bestimmt auch noch einen Brief. Nee, hat er nicht. So, herzlichen Glückwunsch, offizieller Feind der Legion. Wir haben es geschafft. Dann sind die wahrscheinlich in den Legion-Hinterhalt geraten. Dachte jetzt, sie sind vielleicht von den Geckos da irgendwie erwischt worden oder so. Aber nö. Das war wohl dann doch die Legion. Das RNK oder Legion da vorne? Wurscht, jetzt gehen wir erst einmal die Quest da ab. Die Typen hat es ganz schön heftig zerfetzt, ha? Huh? Wir haben ein Abkommen mit den Großkhanen unterzeichnet. Man kann wohl. Wenn sie Vorräte suchen, können wir das abkürzen. Es gibt. Aber ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie deswegen nicht hier sind. Nein. Was wollen sie? Ich habe die Vorräte gefunden, die sie gesucht haben. Ich vermute, dass meine Männer tot waren. Ein hoher Preis. Aber diese Vorräte werden hier ein paar Leben retten. Danke für Ihre Bemühungen. Schauen Sie doch mal bei Major vorbei. Das sollte ihn interessieren. Mori. Auch so eine Rüstung. Wenn ich mal einen Toten finden würde. Schlau von den Kings, dass sie sich zurückgezogen haben. Sie hatten keine Ahnung, wem sie sich angehen. Wir sind hier ein bisschen zu beschäftigt für Höflichkeitsbesuche. Wenn Sie mir also nicht helfen wollen, sollten Sie mir aus dem Weg gehen. Ich habe den Quartiermeister Maeske geholfen, ein paar Vorräte zu besorgen. Schon gehört. Die zusätzlichen Vorräte werden kurze Zeit helfen, aber das löst nur eines unserer Probleme. Durch die Überfälle der Legion in letzter Zeit gehen uns die einsatzfähigen Soldaten aus. Ein paar sind verletzt, mehr sind tot. Sprechen Sie bitte mit Dr. Richards und fragen Sie ihn, ob er Hilfe dabei braucht, unsere Truppen wieder an die Front zu bekommen. Ja, vielleicht kann ich da helfen mit meinem Medizinskill. Hi. Mit Ihnen hätte ich nicht gerechnet. Was kann ich für Sie tun? Major Polatli meinte, dass Sie vielleicht etwas Hilfe brauchen könnten. Angesichts der aktuellen Auslastung und der Tatsache, dass ich der Einzige mit medizinischer Erfahrung hier im Lager bin, könnte ich Hilfe gebrauchen. Haben Sie medizinische Erfahrung? Ja, ich habe etwas medizinische Erfahrung. Ausgezeichnet. Wie Sie sehen, haben wir hier eine Menge verwundeter Soldaten. Ich hatte noch nicht die Zeit, mir alle anzusehen. Da Sie medizinische Erfahrung haben, könnten Sie sie bitte untersuchen und sie entsprechend behandeln. Das ist schlicht. Hi. Mit der Fertigkeit Medizin behandeln. Ich habe ihn ausgezogen. Er wird vollständig genesen. Du
Mann scheint in nächster Nähe eine Explosion gewesen zu sein. Sein Oberkörper ist von Schnitten übersät und schwer verbrannt. Eine falsche Behandlung wäre tödlich. Möchten Sie behandeln? Medizin von mindestens 75 erforderlich? Habe ich. Vorsichtig reinigen Sie die Wunden und verabreichen Antibiotika, bevor Sie die Wunden mit zusätzlicher Haut verschließen. Der Patient wird vollständig genesen. Das Bein des Mannes ist schwer verletzt. Um ihn zu retten, muss es eventuell amputiert werden. Sie sind sicher, dass Sie die Operation vornehmen wollen? Nach der Untersuchung des gesäuberten Beins wird klar, dass es nicht gerettet werden kann. Vorsichtig amputieren Sie das Bein. Während der OP entdecken Sie, dass auch seine Hand brandig aussieht. Auch sie wird entfernt, wodurch Sie dem Mann das Leben retten. Aber ich konnte ihm nicht auf die Beine helfen. Verdammt, verdammt, verdammt. Dr. Richards zurückgegangen. Warum kommt mir der Name so bekannt vor? Dr. Richards ist doch eine Arzttasche, oder? Nee. Bin? Was war jetzt? Ah, okay. Den sollte ich wohl nicht aufmachen. Da wird ein bisschen was mitgenommen. Dr. Richards. Hallo. Wenn es kein Notfall ist, müssen Sie warten. Wenn es lebenswichtig ist, können Sie mir die Arbeit abnehmen und Ihre Taschen gleich ausleeren. Ich bin mit der Visite Ihrer Patienten fertig. Hervorragend gemacht. Wo haben Sie das gelernt? Ich hätte das wohl selbst nicht besser machen können. Sehr beeindruckend. Was die Soldaten angeht, die werden sich bald erholen und schnell wieder an der Front sein. Oh, der Kreislauf des Lebens. Ich werde Major Politely von ihrer Arbeit hier berichten. Und vielen Dank nochmal. Immer doch. Ich muss den Tisch auf den Sack gehen. Kann ich irgendwie 20 Mal in der Nacht und wechsle auf. Was brauchen Sie? Ich bin mit meiner Hilfe für Dr. Richards fertig. Dr. Richards sagte mir, dass Sie ihm sehr geholfen haben. Von ihm ist das ein enormes Lob. Dank Ihrer Hilfe stehen wir etwas besser da. Aber wir müssen uns immer noch um die Legion bei Nelson kümmern. Wenn wir Nelson zurückgewinnen könnten, würde das unsere Lage in dieser Gegend enorm verbessern und uns einen Vorteil am Hoover-Damm verschaffen. Haben Sie ausreichend Truppen, um Nelson zurückzuerobern? Nicht wirklich, aber wir haben keine Wahl. Wenn Sie uns noch etwas im Lager helfen, könnte ich zusätzliche Männer für den Angriff entbehren. Gibt es Informationen über die Legionstruppen? Laut Berichten ist die Legion bei Nelson stark vertreten, aber nicht unbezwingbar. Ich bin bereit, legen wir los. Ausgezeichnet! Der Tod der Befehlshaber in Nelson wird ein schwerer Schlag für die Legion sein, der es uns ermöglicht, die Stadt zurückzuholen. Treffen Sie sich mit Sergeant Cooper direkt außerhalb von Nelson. Er wird Sie bei der Rückeroberung von Nelson unterstützen. Geht klar. Geil, muss also richtig so ein richtiges erstes Gefecht gegen die Legion. So freue ich mich aber. Weit ist denn das? Ach, gleich. Ach, ist es das da oben? War das wahrscheinlich Legion, die da stand? War das Gewehr, hey? Bald kaputt. Also, nicht mehr so gut beieinander. Ich habe von Ihnen gehört und bin froh, Sie an unserer Seite zu wissen. Packen wir haben nicht viele Truppen, also können wir nur von einer Richtung aus angreifen. Worauf sollten wir den Angriff konzentrieren? Lass Sie uns von Norden angreifen. Dann ist es der Norden. Wir haben Berichte, es gäbe Geiseln aus der RNK. Wenn das stimmt, müssen wir sie retten. Halten Sie die Augen offen. Unser Hauptziel ist der Legion-Befehlshaber in Nelson. Sein Name lautet Totes Meer. Seinen letzten bekannten Standort finden Sie in Ihrem Pip-Boy. Dann mal los! Auf geht's, Burschen!
Da kommt's her, Burschen. Oh, jetzt habe ich negativen Ruf erworben. Ich bin untröstlich. Was ist das denn? Mama. Oh, mir bimmelt der Kopf wie ein Wecker. Jetzt ist alles Diebstahl, was für ein Scheiß. Safe. Wenn dann wollte eigentlich nur die Legion stören, ne? Nee, Karma. Voll genesen. Waffe ballert aus dem letzten Loch. Zeug mit zum Kaufen. Und das ging ja flott, sind wir ja schon durch. Wieder einmal habe ich den Tag gerettet. Den Rest könnt ihr die selber machen. Dachte ich, das wäre irgendeine riesengroße Basis oder so. Naja, klein war es jetzt auch nicht, aber trotzdem. Freue ich mich jetzt umso mehr auf die große Schlacht am Huferstaudamm. Ja, da musst du aber auch noch rankommen lassen mit dem Gewehr. Außer du spielst Doom. Kampflos geben wir nicht auf. Darauf ja, dann geben wir. Ich weiß, es ist so eine Powerrüstung von dem Typ. Schon wieder zurück? Was brauchen Sie? Ich möchte über den Angriff auf Nelson sprechen. Ich habe bereits die ersten Berichte erhalten. Hervorragende Arbeit. Jetzt haben wir genug Platz zum Atmen, um wieder auf die Füße zu kommen. Jetzt können wir endlich versuchen, unsere Truppen entlang des Flusses zu verstärken, um uns auf die Schlacht am Hooverstaudamm vorzubereiten. Sie haben meinen Dank. Wir schulden Ihnen eine Menge. Ich kann ein paar Sekunden erübrigen. Fassen. Fassen. Ja. Okay. Da waren wir ja fleißig. Und wieder die. So, kurz Karre. Karre. Da gehe ich jetzt. Hi. So? Irgendwie komme ich ja dann bestimmt zu Vault 11. Da müsste es bestimmt auch irgendeine Quest geben für Vault 11. Ich frage mich immer, wo es die dann gibt. Vielleicht renne ich da rein. Und ob dann irgendwelche Items nicht, die ich da brauchen würde, um die Rätsel zu lösen.
Hallo, Legion. Oder? Ja. Hallo, nochmal, Legion. Jetzt echt Zeit, glaube ich, dass ich jetzt das ein bisschen vorantreibe mit der Quest, weil wenn das jetzt die ganze Zeit so geht, was denn? D4, her damit. Ja, wenn das jetzt die ganze Zeit so geht, dass die mich immer wieder angreifen, dann könnte das nervig werden. Was haben wir hier drin? Nichts Besonderes. Jetzt aus Gorilla nehmen mit. Was ist los, Rexy? Hä? Okay. Er sagt da nichts mehr über irgendeinen kleinen Jimmy Timmy, der in den Brunnen gefallen ist. Heißt, Vault 11 müsste irgendwo auf der anderen Seite kommen. Dort direkt schräg gegenüber. Vielleicht decke ich den jetzt auch einfach nur erst einmal schnell auf und mache den dann später. Aber da haben wir zumindest einen Schnellreisepunkt. Es müsste nicht jedes Mal so eine Sequenz kommen. Warte mal, greifen die mich denn noch an? Größe. Okay, ich bin tot. Den hier was zeigt. Wie gesagt, machen wir das so. Wir decken den jetzt erst einmal auf, damit wir da wieder auf schnell reisen können. Da drin war. Oder? Oder? Muss reingehen.